Was ist das, was du auf dieser Welt hinterlassen willst? Was ist deine Vision? Grosse Frage. Musst du aufhören. Genau, einerseits wollte ich für mich einfach wissen, dass ich es probiert habe und dass ich mich nicht sozusagen ausgeruht habe auf dem, was ich schon bekommen habe, dass ich einfach das Minimum gemacht habe. Also wirklich, meine grösste Angst ist irgendwie, dass ich das Potenzial nicht ausgeschöpft habe, das ich habe. Und sprich, ich wollte auch wirklich halt zurückschauen aufs Leben und sagen, okay, ich kann Gas geben, ich habe es probiert. Egal, wie erfolgreich ich dann am Schluss war, aber zu wissen, was ich wirklich probiert habe. Was ich hinterlassen will, einerseits will ich den Leuten zeigen, was es geheissen hat, den Weg zu gehen, die Schwierigkeiten, die ich erlebt habe, die Wins, die Fails. Und halt auch zeigen, wie die Realität halt wirklich in deinem Kopf gestaltet wird und wie du kannst steuern, wie du Sachen wahrnimmst, wie du auf Sachen reagierst, wie du mit Emotionen auf Sachen reagierst. Und das ist wirklich, wenn ich doch an den Leuten mehr Wert gebe und mit meiner Story vielleicht auch aufzeigen, wie ich das approached habe, wie ich die Entwicklung durchgegangen bin, dann wäre schon mal super gut. Ja, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden. Das ist doch ein bisschen jetzt aktuell wahrscheinlich so mein Ziel, meine Vision. Herzlich willkommen zurück im Walk and Talk Episode 8, wo ich mich mit Unternehmern auf dem Laufband über Business, Strategien, ihren Werdegang und Challenges unterhalte. In der heutigen Episode habe ich einen Gast, der nach der Kante seine Einstieg in die Berufswelt bei der Post gefunden hat, als Praktikant. Yes. Das erste Mal dort eine Zeit geschafft hat, aber während dieser Zeit noch gleichzeitig ein E-Commerce-Business aufbauen. Nachdem ist er dann auf Amerika gegangen, hat dort relativ schnell gemerkt, dass er sich auf andere Themen im Online-Bereich fokussieren will, Content-Marketing, Content-Creation und Advertising. Und im gleichen Zeitraum ist er dann auch, beziehungsweise einmal, wo er dann wieder zurück ist er nachher wieder auf Amerika gegangen, hat dort dann Aspire IV mitgegründet, eine Firma, eine Agentur, die sich auf Personal Brand Building fokussiert, vor allem für Unternehmer und CEOs, und baut seitdem Marken auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Darunter sehr bekannte Namen, wie zum Beispiel Ryan Serhant, Jim Quick und David Meltzer. Herzlich willkommen. Danke für Marvin Sanchines. Yes, besser gesprochen gar nicht. Yes. Freut mich, dass ich da bin. Hast du Angst vor dem Namen? Ja, ist viel, die daran scheitern. Aber top gelöst. Ja, hey, erzähl doch mal, du bist eben bei der Post gestartet. Yes. Du bist relativ schnell ins E-Commerce reingekommen. Mhm. Wie ist das passiert? Voll. Also eben, ich habe nach der Kante dann gedacht, Studium, ja, nein, was wollte ich machen, bin mir nicht ganz sicher gewesen. Und habe dann gedacht, also mal Berufserfahrung tut sicher gut. Habe dann geschaut, was gibt es für Optionen und bin dann so auf ein KV-Praktikum von der PostFinance gestoßen. Und dann während dieser Zeit auch die erste Berufserfahrung gemacht, viel im Kundenkontakt gewesen. Ich habe in der Geschäftskundenbetreuung gearbeitet. Und dann auch in dieser Zeit aber immer mehr halt durch Content aus den USA, gerade Sprichwort Gary Vee unter anderem, beeinflusst wurde. Mich hat es Feuer gepackt, ich immer mehr wollen machen, aber nicht genau gewusst, was das genau sein soll. Und habe dann über Gary Vee Einfluss und auch Selbstentwicklung angefangen, gewisse Habits aufzubauen, mich mit Meditation auseinandersetzen. Und dann auch mit Instagram angefangen. Ich habe dann während dem Crypto-Boom, das war Ende 2017, gerade wo der Hype dort seinen Spitzpunkt erreicht hat, eine Instagram-Page aufzogen mit einem Kollegen und so einfach Content-Marketing betreiben, eine Audience aufbauen und so ein bisschen das Gespür bekommen, was für ein Brand du kannst aufbauen auf Social Media. Mittlerweile alles Blog im Bereich. Ja, 3 Monate später haben wir auch, wo der Boom abgezackt ist, haben wir gesagt, haben wir keine Lust mehr drauf gehabt, haben das Projekt auch blasen lassen, lassen. Und dann, nächster Schritt war dann, okay, E-Commerce, Dropshipping ist so ein bisschen das Thema, wo ich durch YouTube damit in Kontakt gekommen bin. Und habe dann auch wiederum mit einem Kollegen, ist immer im Team, ich habe immer im Team etwas aufbauen, haben wir dann einen Dropshipping-Store gemacht für die WM 2018. Okay. Und haben dort Accessories, sprich Armbänder und Halsbänder, vertrieben über China und auf den Schweizer Markt. Nicht schlecht. Wir haben ein paar Sales gemacht, ich habe Facebook jetzt verschalten und bin so eben mit Facebook-Marketing auch in die Berührung gekommen. Aber irgendwie auch dort nicht genug durchgezogen. Wir haben es auch silo, ein paar Sales gemacht, aber nicht skaliert. Und es war auch eine Erfahrung, aber nicht genug deep gegangen. Und dann auch einfach schnell dann mal abgeschlossen. Und ja, dann während dieser Zeit, dann eben, der nächste Schritt ist dann schon Sommer 2018, das Praktikum ist fertig gewesen. Wie geht es weiter? Und dann ja, ist dann der Roadtrip oder die Project USA, in die USA mal gehen für ein paar Monate. Das Thema wurde und dann auch der nächste Schritt gewesen. Und das ist dann völlig eskaliert. Dann, ja, dann hat so, die Entwicklung so richtig angefangen und dann ist auch, ab dort hat sich das Leben recht schnell angefangen zu verändern. Und ja. Was hast du für eine Vergangenheit, rein familiär, bevor du in das ganze
Unternehmertum reingekommen bist, sind deine Eltern Unternehmen oder was machen die? Mein Vater ist von Bolivien ursprünglich und ist dann relativ früh auch in die USA ausgewandert. Er ist dort auch ins College gegangen, Highschool. Okay. Und er hat das Unternehmertum in sich. Er hat in Bolivien dann auch eine Schiffsfirma geleitet auf dem Titicacasee. und auch mein Motocross, irgendwie im Import-Export. Ich müsste eigentlich noch mehr Fragen stellen. Ich weiß gar nicht so viel darüber. Aber er war sehr unternehmerisch auch angetrieben gewesen. Und ist dann aber in die Schweiz gekommen, hat nichts mehr gehabt und ist dann da von Bademeister bis jetzt zu Head of Sales und Business Development in einer IT-Firma aufgestiegen. Okay. Und macht das nach wie vor. Ist auch ein Fighter, einer, der. Er ist absolut, er macht einfach und er zieht Türen intensiv. Und das ist sicher auch prägend gewesen, das mitzuverfolgen, wenn er eben da wirklich durch harte Arbeit dann auch seine Ziele erreicht hat. Heisst, du hast nachher die Unterstützung von deinen Eltern in dem, was du machen wolltest? Voll. Also auch eben Mutter sowie Vater haben zwar darauf gepocht gehabt, mach doch das Studium zuerst, macht Sinn. Ist auch verständlich. Aber ja, sie haben dann auch, wo sie langsam verspüren, okay, du gehst in eine Richtung, du bist proaktiv, du machst Sachen und hast auch erste Erfolge erzielt, haben sie auch gesagt, okay, mach dein Ding, du hast Zeit, wenn du immer noch ein Studium brauchst oder was auch immer, kannst du es machen, aber sie stehen voll dahinter. Du hast sicher auch ein paar Fails auf dem Weg. Wie haben sie dort reagiert? Hat es jemals geheißen, hey, look, es war nichts, willst du nicht lieber zurück? Es ist schon, doch, ich weiss auch noch, als ich dann so 3-4 Monate auf dem Roadtrip war und halt so ein bisschen in einer Selbstfindungsphase, wo ich dachte, okay, ich weiss jetzt, ich will zwar in die richtige Agency-Welt gehen, Consulting, aber ich habe noch keine zahlende Kunden, ich habe das Selbstvertrauen noch nicht, wie geht es weiter? Ist dann schon gewesen, look, da kannst du immer noch ein Studium machen jetzt. Und sie haben mir immer auch so ein bisschen den Rückhalt gegeben in dieser Hinsicht, aber sie haben nie darauf gedrängt. Sie haben mir immer den Freiraum gelassen, den ich auch extrem schätze. Ist nicht selbstverständlich und hat mich dann auch dazu angeführt, dass ich dann auch das Risiko noch einmal gepackt habe. Wo dann die Idee kam, ich ziehe jetzt auf New York. Letzten Sommer sind sie auch voll dahinter gestanden. Klar, ich hatte ein paar Zweifel, aber okay, probier's doch. Sie haben gesehen, ich habe Passion dafür. Aber es hat sich jetzt relativ gut entwickelt, würde ich sagen. Kann man so sagen, ja. ist eine spannende Entwicklung seither. Nice. Auf jeden Fall. Ich habe es im Intro schon erwähnt, du hast schon mit Kunden zusammengearbeitet, wie Ryan Serhan, Jim Quick, David Meltzer, alles sehr persönliche, sehr grosse Persönlichkeiten, die vor allem im Social-Bereich sehr aktiv sind und die man auch immer wieder sieht, gerade im Entrepreneur-Bereich. Yes. Wie war das, als ihr den ersten von denen gewonnen habt? Wer war der erste? Der Ryan Serhan war der erste. Serhan. Was war das für ein Gefühl? Du weißt, okay. Der Erste. Ist schon eben crazy. Ich weiß noch, ich habe seine Vlogs auch geschaut, als ich in der Schweiz war. Ich war eben extrem von Gary Vee und anderen Online-Persönlichkeiten beeinflusst und unter anderem eben der Ryan Serhan. Und dann eben dann plötzlich durch Calvin Hamilton ist das zustande gekommen. Er ist mein Mitgründer. Und er hat schon den Kontakt beziehen zum Ryan. Er hat schon geholfen mit gewissen Sachen. Und als wir Aspire IV zusammen gestartet haben im Juli 2019 und dann auch Sky sagt, okay, der Ryan Serhan hat Interesse, wir schauen jetzt, was wir können machen für ihn. Und Sky sagt, okay, wir übernehmen jetzt das, Instagram Growth, sowie auch den Vertrieb von seinem Online-Kurs. Ja, ist dann schon recht surreal, wenn dann kannst du sagen, ja, ich arbeite mit dem Ryan Serhan, das ist ein Kunde und wir erzielen Resultate für ihn und ja, ist geil. Krass. Ja. Und wie ist das gekommen? Du hast gesagt, Calvin heisst er, gell? Genau. Ist er dein Geschäftspartner? Yes. Wie ist die Konstellation? Wer macht bei euch was? Aktuell würde ich sagen, ist es noch sehr dynamisch. Wir sind beide im Business Development sehr aktiv, sprich, wir wollen auch unsere eigenen Personal Brands wachsen lassen, indem wir auch Content raushauen und auch aktiv mit Leuten im Gespräch sind, Beziehungen aufbauen. Wir sind beide auch für Service Delivery zum Teil noch selber zuständig, sprich, wir sind beide Facebook Ads Executioners, also wir sind beide Facebook Ads für Kunden ausführen, wir sind beide Content auch editieren zum Teil noch. Sprich, es ist noch sehr dynamisch. Er ist jetzt der CEO von der Firma. Ich nenne mich CSO aktuell. Ja. Der Name ist eigentlich, spielt nicht so eine Rolle. Es ist noch sehr dynamisch aktuell voll. Ja, ist halt dann noch ein bisschen. Ich meine, wir sind jetzt Zweite, oder? Genau, wir sind jetzt Zweite in-house im Team, wo voll dabei sind. Und arbeiten sonst aktuell mit Freelancer zusammen. Und jetzt im Januar werden wir die erste Vollzeitangestellte ins Team holen. Sehr geil. Ist das voll das Gefühl? Hure geil, ja. Das ist auch das, was mich antreibt, ist ein Team aufzubauen, das für die gleiche Vision schafft, für die gleichen Ziele. Wo du weißt, wenn du nicht mit ihnen im Raum bist und sie irgendwie das zweite Gespräch haben, dass sie wirklich dort denken, wie können wir das Business weiter vorantreiben. Ist geil, ja. Also ich freue mich extrem drauf. Wo siehst du Challenges da drin? Ich sehe sicher Challenges da drin auch, halt irgendwo durch auch sie bei der Hand zu nehmen und ihnen auch zeigen, welche Richtung es soll gehen, dass wir auch für das Gleiche arbeiten. Und dass sie aber auch von sich aus Motivation haben, für das Business, für die Vision, für das, was wir aufbauen, alles zu geben. Und ja, dann auch die Prozesse halt wirklich super jetzt bekommen und dass wir auch dann können skalieren entsprechend und mehr Leute ins Team holen und so weiter. Und was ist das für eine Position, die jetzt
bei euch reinkommt? Jetzt werden wir mal als erstes Fulltime Creative ins Team holen. Sprich ein Content Creator, Videograf, Foto-Editor, auch Grafikdesign wären ein Plus. Ja. Einerseits für Kundenservices, aber auch für Produktion von uns selber. Wir wollen selber mehr Content raushauen, wir wollen auch behind the scenes von der Firma zeigen. Wir haben Ad-Creatives, die erstellt werden müssen. Und darum, Creative ist mal die erste Position, die wir eben Vollzeit reinholen. Und dann als nächstes dann auch Copywriters und Project Leads. Mhm. Aber eben, ich meine jetzt gerade bei den Kunden, die ihr habt, die haben ja oft schon mal Content Creator. Mhm. Die haben oft jemanden, der Vlogs macht für sie, oft jemanden, der Insta macht für sie und so weiter und so fort. Bringst du das überhaupt, denen das noch anzubieten? Oder sagen die, ihr braucht die Person eh mehr für euch in-house? Voll, es ist beides. Und jetzt haben wir zum Beispiel Ryan Serhant, der hat den Adrian Vasquez, ist auch ein Kollege mittlerweile, den ich in New York kennengelernt habe. Das ist sein Videograf, der schießt alle Vlogs für ihn. Ja. Und klar, dann bringen wir nicht nur einen Videograf vorbei, der dann effektiv für ihn shootet, sondern dann gibt es Videoscripts, sagen wir, okay, konzeptuell, das ist Strategie, das brauchen wir an Footage. Und dann würden wir es dann editieren und entsprechend für die verschiedenen Plattformen zubereiten. Okay. Sprich, da gibt es schon mal Aufwand natürlich, wo dann der Creator kann umsetzen. Relativ schnell mal viel Aufwand. Genau, ja. Okay, wie viele Kunden betreuen wir momentan? Aktuell haben wir 5 Kunden aktiv, die wir betreuen. Mhm. Nebenbei gibt es noch einzelne Projekte, die wir dann auch geholfen haben, wenn es um eine Vlog-Aufsetzung geht oder One-Time-Consulting-Gig. Mhm. Aber aktiv haben wir aktuell 5 Kunden, die wir betreuen. Okay, und die lassen natürlich voll aus. Oder ist dort noch Luft gegeben? Ist auf jeden Fall noch Luft gegeben da, dadurch, dass wir auch ein Team haben an Freelancer, wo natürlich dann auch die Services ausführt. Mhm. Von dem her, nein, auf jeden Fall. Also, wir wollen hier noch mehr mit mehr Kunden zusammenarbeiten, mehr geile Projekte annehmen und weiter wachsen. Ja, das ist geil. Und ich meine, du bist, das Ganze machst du in New York. Ein Ort, wo das Leben nicht einfach ist, sage ich jetzt mal. Ein Ort, wo, wenn du es dort schaffst, wo die Competition so hoch ist, schaffst du es vermutlich überall. Hast du, wo du in die Stadt reingekommen bist, dort, ich meine, du bist ja vorher nie dort gewohnt, oder? Wo du dort in die Stadt reingekommen bist, was war das gewesen für dich? Das ist ja eine komplette Umstellung zu wo? Aargau? Ja, voll aus Aarau. Aarau. Aufgewachsen dort. Mal, es war schon ein Sprung in eine andere Welt gewesen. Ich bin dort reingekommen, ich habe ein paar Leute kennengelernt durch einen Roadtrip und dadurch, dass ich halt viele Leute angeschrieben habe während dem Roadtrip und so schon gewisse Anhaltspunkte hatte, wo ich in Kontakt treten konnte, ein kleines Gespräch kam. Aber eben, du bist in dieser Riesenstadt, bist so nah, bist am Puls von, in meinem Kopf, eben von all den Content-Creators, von allen Online-Persönlichkeiten, Gary Vee, Ryan Serhant, alle sind, halten sich dort auf. Bist so dort und dann hast du das Gefühl, oh shit. Passt, muss ich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Eben, du bist so nah am Ganzen, aber doch eigentlich so entfernt, oder? Es ist so greifbar nah und es geht so viel, Konkurrenz ist gross, alle sind am Machen. Ist extrem motivierend, aber du musst auch schauen, dass du halt ein bisschen in deiner Lane bleibst, fokussiert bleibst. Und auch Geduld hast du in dem Sinn, weil es ist einfach einsam zu werden in so einer grossen Stadt. Das ist etwas, was der Calvin, der Geschäftspartner, am Anfang erlebt hat. Er ist von Phoenix auf New York gezogen, um für Gary Vee zu arbeiten damals. Und hat auch die ersten 6 Monate, bist in der Traumstadt, hast es geschafft, meinst du. Aber es war mega einsam, gewesen, hat keine Leute gekannt. Und dann eben ist gerade New York auch so ein riesen Monopol oder ein riesen Ort, wo so viel geht. Aber dann halt doch auch, musst du auch dort irgendwie mal finden und etablieren. Wie habt ihr euch gefunden? Das war über Instagram DM damals. Slide into the DM, slide. Genau, nein, ich bin auf dem Roadtrip um die ganze USA gefahren mit dem Auto und 3 Kollegen und habe die Zeit genutzt, um meine Online-Präsenz selber aufzubauen, habe Content zu teilen und parallel dazu auch aktiv Leute anschreiben. Ich habe gewusst, ich will in die Marketingindustrie, ich will mit Unternehmern zu tun haben, ich will lernen, ich will Erfahrungen und Beziehungen knüpfen. Und eine von diesen Personen war dann über verschiedenste Instanzen dann der Calvin Hamilton. Irgendeine andere Marketing-Ownerin hat gesagt, schreib doch den Calvin an, wo ich in New York war. Ist noch cool, mal einen Kaffee nehmen. Habe ich dann gemacht über Instagram. Und ja, wie es der Zufall oder Schicksal hat wollen, hat er dann zurückgeschrieben und gesagt, also nehmen wir einen Kaffee. Wir haben das sehr gut verstanden. Aber ich bin auch weitergegangen auf dem Roadtrip, hatte 3-4 Monate nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Ja. Und mit dem, bevor ich zurück in die Schweiz bin, im April 2019, noch einmal mit ihm in Kontakt gekommen. Ich bin noch auf New York gegangen das letzte Mal. Und dort hat sich dann herausgestellt, er hat gerade 2 Monate vorher beim Gary Vee gekündigt gehabt. Ich habe angefangen, Free Consultations durchzuführen mit Local Businesses in Kalifornien. Yeah. Und habe Facebook Ads gut verstanden gehabt, Erfahrungen gemacht. Und hat gesagt, komm doch auf New York, arbeiten wir zusammen. Und ich dort eben damals noch, soll ich bei einem Startup arbeiten? Soll ich mein eigenes Consulting Business in der Schweiz probieren aufzuziehen? Gehe ich studieren? Es sind alles so Sachen, die in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Und dann, als er mir diese Chance hier geboten hat, habe ich nicht lange rumgefackelt und bin dann im Juni auf New York und so hat sich dann die ganze Beziehung weiterentwickelt. Interessant. Und Aspire IV, was bedeutet das genau?
Aspire, nach mehr Streben oder immer Aspiration, das ist so ein Name, da hat er schon die Idee gehabt vorher für den Namen und hat dann auch gepasst gehabt. Ich sage aber auch ganz ehrlich, dass wir uns noch nicht 100% festgesetzt haben. Aktuell Aspire IV. IV unter anderem steht auch für die vier Core Services, die wir am Anfang anbieten wollten. Das ist Strategy, das ist Distribution, Creation und Paid Media. Und für mich persönlich hat es auch gepasst, weil Nummer 4 ist einfach, seht ein bisschen auf, das ist meine Nummer. Ist natürlich sehr ein persönlicher Grund. Aber ja, es ist schon so ein bisschen eine Frage, die wir intern uns jetzt stellen, Rebranding, wenn wir das, uns gefällt der Name, aber für was stehen wir wirklich? Was sind die Werte, die wir gegen aussen vertreten? Mhm. Und es ist auch ein Learning und ein Prozess, den wir immer noch am durchgehen sind. Aber da ist so ein bisschen der Ursprung. Ja, also jetzt geht es eigentlich wirklich darum, okay, wie wollen wir in Zukunft da stehen? Genau. Und nicht einfach nur jetzt für den Moment. Genau. Es soll ein langfristiges Projekt sein, wo wir auch wirklich für eine Vision arbeiten. Und wenn wir gerade schon bei Zukunft sind, was ist eure Vision? Vision, jetzt mal 2020, jetzt mal sehr kurzfristig gewesen, ist eben jetzt in New York sich mal festsetzen. Ich bin jetzt eben im Juni 3 Monate in New York gewesen, bis im September. Bin dann per Zufall in Montreal gelandet, in Kanada für 3 Monate. Und jetzt in der Schweiz für einen Monat, dann geht es auf Berlin für knapp zwei Wochen. Und dann auf New York und dort dann soll endlich mal ein fixer Ort sein, die Homebase, Office, wo wir wirklich die Routine aufbauen und das wirklich festsetzen und etablieren. Mhm. Und dann nachdem noch eben ein Team aufbauen, wirklich eine Core-Gruppe aufbauen, wo wir für die Ziele zusammen arbeiten und mit geilen Kunden zusammen arbeiten, wo wir skalieren. Sprich, da wird der Fokus jetzt für 2020 mal. Ja. Für die nächsten Monate wirklich die Prozesse aufbauen, optimieren, die Zielgruppe ganz klar definiert haben und auch das Problem lösen, das sie haben. Und ja, dann längerfristig halt wirklich mit den besten Kunden, den grössten Projekten, wirklich ein krasses Team aufbauen. Mhm. Mit guten Leuten, motivierten Leuten, die mir ihnen auch wirklich halt einen Weg geben, wo, egal ob sie studiert haben oder nicht, wo ihnen halt eine Plattform gibt, eine Education gibt, wo sie mit den besten Ressourcen füttern in dem Sinn, sei es von Mindset, Self-Development zu Marketing. Und so wie ich halt mehr mein alternatives Studium ein bisschen am Aufbauen bin, wo ich dann das auch können, den Leuten geben, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen mein Traum, weil ich bin halt sehr people-driven. Also ich bin jetzt die letzten sechs Monate nur am Englisch reden gewesen. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, wieder die Schweizer Wörter zu nutzen. Aber ja, ich bin halt sehr... Ich liebe es, mit Menschen umgeben, von Menschen umgeben sich. Ich bin sehr extrovertiert, würde ich sagen. Gibt mir Energie, mit Leuten zu reden. Und von dem her halt der menschliche Aspekt, zusammen etwas aufzubauen, ist etwas, was mich sehr antreibt. Und mit wem willst du zusammenarbeiten? Ich meine, du hast ja schon die Größten von New York. Wer willst du noch? Gute Frage. Genau, jetzt haben wir eben so einen Ryan Serhant und Jim Quick. Das sind so die Online-Celebrities, kann man fast so sagen. Sie haben die Online-Kurse, die sie vertreiben. Coole Produkte und auch coole Content, die sie produzieren. Ist aber nicht unbedingt unsere Zielgruppe, die wir in Zukunft attackieren oder mit ihnen arbeiten und wachsen zusammen. Sondern das sind dann mehr CEOs, wirklich ich würde sagen, dass sie keine richtigen Unternehmen haben, aber es ist halt schon eine andere Online-Präsenz, ein anderer Auftritt, à la Ryan Serhant oder Gary Vee, wenn du dann da vergleichst mit einem CEO von Stripe zum Beispiel oder was auch immer, mit dir, was auch immer, weil eben die Online-Präsenz, wir wollen mit CEOs zusammen arbeiten, die ein echtes Unternehmen aufbauen, die das Problem schon am Lösen sind, die schon etabliert sind, aber wo Social Media oder zum Beispiel auch vor allem LinkedIn in Zukunft noch nicht aktiv, proaktiv nutzen, um ihren Ruf, um ihre Präsenz und um ihr Unternehmen zu vertreten online. Und das ist jetzt der Plan in naher Zukunft. Aber das heisst eigentlich mehr von Grund auf etwas aufbauen und nicht in etwas hineinzukommen, das schon relativ gut etabliert ist online. Ich meine, wenn sie schon eine gute Content-Marketing-Strategy haben und sie sind schon Content am Aufbauen, sie haben eine starke Personal-Brand und dann können wir noch ein bisschen helfen, cool. Aber wir haben wirklich den CEOs helfen, wo auch zu busy sind mit ihrem Business, mit ihrem Core-Business. Mhm. Sie können da nicht noch stundenlang Videos aufnehmen à la Gary Vee und wollen nicht auf Motivational Speaker machen, sondern sie haben das Business to run. Und diesen Leuten wollen wir halt einfach helfen, ihre Expertise trotzdem zu teilen, ihre Unternehmenswerte zu teilen mit der Welt und proaktiv halt wirklich Reputation Management zu betreiben und so ihre entsprechenden Ziele zu erreichen. Und das ist halt auch dann wieder, ob das dann Lead-Generation ist über LinkedIn, durch das du Beziehungen knüpfst, oder ob das ist, dass du mehr Speaking Engagements willst oder du willst Employee, also Mitarbeiter anziehen, Talent anziehen. Das kommt dann auf die einzelnen Fälle drauf an. Aber man will halt diesen Leuten auch helfen, LinkedIn und auch Instagram, aber vor allem LinkedIn, und sind entsprechend das Leute, zu nutzen. Sind das Leute, ich weiß, wie es in der Schweiz ist, wie es in Amerika ist, wahrscheinlich schon ähnlich, aber trotzdem frage ich jetzt dich, sind das Leute, die dann finden, hey, mal, finde ich geil, für das habe ich dann Zeit. Weil es ist ja gleich noch ein Zeitaufwand für dich. Es ist ja nicht einfach, okay, ich mache jetzt nichts. Aspire IV übernimmt das für uns.
haben die Zeit? Oder sagen die dann sowieso gleich, komm, ja, genau. Mir läuft's. Voll. Also das sind eigentlich die zwei grössten Probleme, die wir festgestellt haben bei unseren potenziellen Kunden, ist, dass sie einerseits eben keine Zeit haben und auch keine Lust haben, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was soll ich jetzt posten, was wollte ich jetzt so für einen Text schreiben, für einen LinkedIn-Post. Mhm. Das ist einfach nicht, das hat keinen Platz in ihrem Fokus, in ihren Gedanken. Und da kommen wir mehr rein und wollen halt wirklich die Zeit minimieren, den Aufwand minimieren aufs Minimum, mhm, wo dann eine Stunde pro Woche etwa soll sein, max. Und wir übernehmen dann den Rest und tun dann halt wirklich für sie von Strategie zu Market Research bis zu halt Content Creation und Distribution und dann auch proaktiv mit ihrer Zielgruppe, was dann auch immer das ist, auf sie bezogen, in Kontakt zu retten und die Beziehungen zu knüpfen. Also das heisst, ihr nutzt auch den geringen Zeitaufwand von ihnen als USP für euch? Genau. Indem ihr sagt, hey, ihr habt eine Stunde zu tun pro Woche. Genau, that's it. Und wir würden wirklich aus deiner Sicht aus den Content kreieren, mit deiner Stimme, weil der Prozess dann so aussieht, dass wir halt durch ein Interview oder durch eine Sprachaufnahme aus ihrer Sicht dann über gewisse Themen auch Inputs bekommen und sie erzählen dann, wie sie gewisse Sachen sehen und unsere Copywriters sind dann entsprechend das so zuschneiden, zubereiten, dass dann auch von ihnen kommt. Oder es ist immer noch ihre persönliche Marke und das muss auch stimmen. Klar. Das heisst, ihr könnt dann eigentlich auch mit ihren Teams zusammenarbeiten, aber einfach sie selber, die Persönlichkeit, die ihr pusht, möglichst nicht zu involvieren. Einfach aus, genau, weil das ist das Wichtigste für sie. Sie wollen sich halt auch nicht damit befassen zu viel. Es ist einfach kein Anspruch oder keine Zeit um, um jetzt hier noch 5 bis 6 Stunden pro Woche aufzuwenden und so noch ihre Personenmarke aufzubauen. Interessant. Und was denkst du zu der Veränderung von LinkedIn? Das ist etwas, was ich feststelle. Oder? Ich war gestern am Event. Dort hat auch jemand gefragt, ja eben, was soll ich machen, um mein LinkedIn-Profil zu pushen? Ich kenne da ein paar LinkedIn-Experten und so. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ich meine, ja, ist schön, wenn einer ein LinkedIn-Experte ist. Aber wenn LinkedIn den Algorithmus umstellt, ja, viel Glück, Experte gesehen, oder? Mhm. Und jetzt gerade 2020 werden ja dann Hashtags von LinkedIn indexiert auf Google. Mhm. Und gerade bei so Entwicklungen, wie gehst du mit denen mit? Bist du ständig Neues am Lernen? Oder wie bleibst du am Ball, damit du irgendwie den Trends kannst folgen und die kannst einsetzen, damit deine Kunden am meisten davon haben? Auf jeden Fall. Also wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass der Calvin und ich beide halt selber aktiv das ausführen und machen mit unseren Personenmarken, die wir für die Kunden durchführen wollen. Mhm. Sprich, wir sind selber am Posten, wir sind selber Plattformen am Nutzen und sehen dann, und nehmen so auch die Entwicklung mit und nehmen wahr, was für Veränderungen stattfinden. Und wenn du halt im ganzen Space bist, klar, es ist halt wirklich in der Marketingwelt heutzutage so, es ist so dynamisch, Sachen gehen so schnell vorwärts, es gibt neue Trends, der Algorithmus wechselt, was auch immer. Und weil wir halt selber auch Executioner sind und das anwenden und mit Kunden zusammenarbeiten, ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir dann die Veränderungen auch sehen, wahrnehmen und dann auch entsprechend uns nach denen richten und weitergehen. Aber jetzt gerade eben auf die organische Reichweite, bezogen jetzt für LinkedIn und CEOs, es ist eben aktuell so, dass du da noch viele Leute kannst erreichen, oder? So wie der Algorithmus aktuell funktioniert, wo man auch entsprechend nutzen und die Story erzählen aus der Perspektive von diesen Personen. Und wenn der Algorithmus wechselt, dann schauen wir, okay, wie funktioniert die Plattform jetzt, oder? Und dann, vielleicht ist dann Paid Advertising, gerade auf LinkedIn, jetzt aktuell noch recht teuer, macht nicht für alle Personen Sinn. Ist dann das plötzlich dann ein wichtigerer Bestandteil, wie es jetzt auf Instagram geworden ist? Ja. Auf Instagram in unserer Strategie, die wir jetzt mit Kunden durchführen, ohne Paid Media, ja, verloren. Du weißt es selber, oder? Es ist so. Es ist so. Ja, eben, wir machen nur Paid Media. Mhm. Also wir haben gar keine Kunden, die wir komplett betreuen. Okay. Bis jetzt mal einen haben wir, aber das ist eine kleinere Geschichte. Ja. Sonst machen wir nur Paid Media, weil wir einfach sehen, was für Resultate möglich sind. Genau. Und was die Kunden davon haben. Und das macht in meinen Augen einfach mehr Sinn. Ich finde es geil, an etwas zu arbeiten, wo ich sehe, okay, der Kunde denkt am Schluss, zum Glück habe ich euch kennengelernt. Ja. Oder? Voll. Und das hast du einfach nicht im organischen Bereich. Kombination, ja, das macht dann wieder Sinn. Oder? Wenn du sagst, okay, du machst das ganze Organic Management, aber gleichzeitig auch Paid Media, und dann macht es definitiv wieder Sinn. Das wäre sicher auch ein Plan für euch, nicht mehr. Genau, jetzt eben LinkedIn aktuell, Paid Media ist jetzt nicht ein Core-Bestandteil davon, weil es nicht nötig ist. Aber obviously, eben, wenn der Algorithmus wechselt oder wenn wir sehen, es macht Sinn, dann implementieren wir das natürlich voll. Mhm. Wenn LinkedIn das Gefühl hat, sie wollen jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen. Jetzt sollen sie mal noch die User ein bisschen motivieren, eben Content rauszuhauen, dass so eine Content-Plattform entwickelt hat. Das ist die klassische Entwicklung von jedem Medium im Social-Bereich. Wir haben es gesehen, oder? Facebook, Instagram. Instagram, Netlog. Auch noch dabei gewesen damals. Sicher. Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, ist mir recht aufgefallen, du hast mehrmals gesagt, eben, du wolltest dich mit Unternehmen zusammensetzen, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die ein richtiges Unternehmen aufgebaut haben.
jetzt gerade so Ryan Serhan, Jim Quick und all die, die so ein bisschen Online-Businesses haben, sage ich jetzt mal, gut, Ryan Serhan hat ja nebenbei gleich auch noch seine Immobilien, sein Immobilien-Imperium. Genau. Was verstehst du unter einem richtigen Business? Was machen die Leute? Genau, also es ist jetzt eben, ich wollte jetzt da nicht irgendwie sagen, dass etwas besser als andere ist, aber was ich mir halt darunter vorstelle, ist jetzt bei einem Jim Quick zum Beispiel, das ganze Business ist wirklich sein Name und er verkauft den Kurs unter seinem Namen und das ist wirklich der Core, das ist das Problem, das er löst, ist seine Person ist essentiell für das und das hat vorher nicht existiert, das Business in dem Sinn. Ich hätte offline den Consulting-Gigs gehabt oder was auch immer, aber was ich mir halt darunter vorstelle, ist eben zum Beispiel, ein CEO von einer SaaS-Company oder der CEO von Stripe oder von PayPal oder von Microsoft, die haben ihre Firmen, die laufen, die haben ihre Online-Präsenz vielleicht noch nicht so aktiv bewirtschaftet. Und heutzutage, Modern-Day-PR, willst du nicht immer nur abhängig sein von Zeitungen, von anderen News-Channels. Du kannst jetzt proaktiv das selber in die Hand nehmen und über deinen Unternehmenswert reden, über wie du mit den Mitarbeitern Kultur aufbauen willst. Du kannst deine Learning stylen. Und sie sind halt auch schon Experten oder haben sich etabliert in einer gewissen Industrie. Und das kann Pharma, kann Bankenwesen sein, was auch immer. Aber sie haben dort innen etwas aufgebaut und sind jetzt so weit, dass sie auch das mit der Welt teilen können. Sie können darüber reden, sie können mehr über ihre Journey erzählen und so auch Mehrwert schaffen für die Zuhörerschaft. Mhm. Und natürlich eben auch, je nachdem, was ihre Ziele sind, auch so für Ziel schaffen, ob das eben Speaking Engagements sind oder Kunden oder Mitarbeiter. Aber ich weiß nicht, macht das Sinn, so der Unterschied, oder ist das noch zu... Ja, nein, ich frage mich mehr, was ist ein richtiges Business und was nicht. Voll. Oder? Nein, also eben, der richtiges Business ist jetzt der falsche Ausdruck wahrscheinlich in dem Fall. Es ist eigentlich mehr... Das Geschäftsmodell, ich weiß nicht, wie ich das... Es ist mehr, ich sage es so, es ist mehr das klassischere Modell gegenüber vom modernen Internetmodell. Wo bei beiden aber der Name eine riesengroße Rolle spielt. Weil der CEO von einer klassischeren Firma ist auch der gewesen, der am Anfang an alle Networking-Events gegangen ist und Leute kennengelernt hat. Und er ist Personal Brand, sie einfach offline. Voll. Oder? Jedes Unternehmen wächst durch die Person, die dort steht. Außer ja gut, jedes wäre jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Es gibt Produkte, wo einfach ein Unternehmen völlig in die Höhe reissen, logischerweise. Aber typischerweise, gerade bei Dienstleistung, ist die Person, die dort steht. Oder? Auf jeden Fall. Wie kommst du an die Leute hin? Wo willst du zusammenarbeiten? Aktuell, grosser Fokus LinkedIn. Das ist mein Workflow aktuell und so, wenn ich Beziehungen knüpfe. Und also einfach alles voll organisch oder nutzt du auch Tools wie Sales Navigator und so? Also ich kann gerne die Strategie mal kurz abbrechen, die ich jetzt für mich sozusagen sicher anwende. Interessant für die Hörer. Voll, auf jeden Fall, dass wir auch ein bisschen etwas Handfestes haben in dem Sinn. Also eben, für mich ist jetzt klar, ich habe so wie zwei Ziele mit meiner Personal Brand. Einerseits wollte ich schon immer auch meine Story, meinen Werdegang dokumentieren. Ich finde das etwas mega Geiles, wenn du in 10 Jahren kannst zurückschauen kannst auf gewisse Momente und dann der 22-jährige Marvin auf dem Laufband, früher mit Aspire, wo stehe ich jetzt? Einfach so können zurückschauen auf gewisse Momente, die Entwicklung mitverfolgen. Das ist etwas, wo ich extrem passioniert bin und auch weiterhin vorantreiben will. Und dann das Zweite jetzt natürlich mit der Agency, die ich kann, ich will auch Kunden gewinnen, mit Kunden zusammenarbeiten. Und so denke ich dann auch darüber nach, wenn ich Content produzieren will. Sprich, Schritt Nummer 1 eigentlich, nachdem ich mal herausgefunden habe, was mein Ziel ist, was meine Zielgruppe auch ist, ist dann der zweite Schritt, okay, jetzt sollen wir auch Content kreieren. Sprich, ich kreiere Textposts, ich kreiere Videos, die einerseits meine Story erzählen, aber auch auf meine Zielgruppe zugeschnitten sind und Mehrwert sollen geben, der CEO sollen Tipps geben oder Vorteile vorführen, was auch immer. Auf die zugerichtet auch Content raushauen. Das ist Schritt 2, wenn wir jetzt das so anschauen. Ja. Und dann der dritte Schritt auch dann proaktiv auf die Leute zugehen. Sprich mit dem Sales Navigator zum Beispiel. Das ist ein Tool von LinkedIn. Da habe ich dann auch meine Suche, die ich abgespeichert habe. Und jeden Tag 50 CEOs mit den entsprechenden Suchkriterien kontaktieren mit einer personalized message, also mit einer personalisierten Nachricht. Mhm. Ist die komplett individuell oder tust du die programmieren und tust einen Teil anpassen? Also es ist eigentlich Copy-Paste jetzt aktuell, wo ich einfach sie mal begrüße und sage, wir haben Mutual Connections, wenn jetzt das ein Suchkriterium ist, dass wir gleichgesinnte Connections haben, dann spreche ich sie auf das an und dass ich einfach sie gerne würde zu meinem Netzwerk hinzufügen. Mhm. Also noch gar nichts salesy, ich will auch wirklich noch nicht in Verkauf reingehen, sondern es geht wirklich darum, sie rauszuspüren, eine Beziehung aufbauen, ins Gespräch kommen. Und das ist so ein bisschen der Workflow und so bin ich jetzt auch ins Netzwerk am Aufbauen, es kommen mehr Connections rein. Und die Connections sind halt auch relevant für mein Business. Und ob jetzt das dann ein Sale gibt oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle, sondern es geht wirklich mal darum, einfach das Netzwerk weiter aufzubauen, in die Gespräche und auch die Beziehungen aufbauen. Und von diesen 50, die du angehst pro Tag, wie viel schreiben die zurück? Zurückschreiben würde ich sagen, sind vielleicht etwa 15%, 15 bis 20%. Aber doch noch relativ viel. Ist noch eine gute Zahl.
ja, also es ist eben, Responses bekommst du nicht oft. Ist ein kleiner Prozent, vielleicht habe ich das ein bisschen zu hoch geschossen. 10% um das herum. Aber von diesen 100% haben wir vielleicht noch 40% überhaupt erst da, 40-50%. Mhm. Und so musst dann halt du auch wieder proaktiv dann die zweite Nachricht schicken. Hey, ja, wie ist deine LinkedIn-Erfahrung bis jetzt? Oder was immer auf sie zugeschnitten hat, dann wird es schon persönlicher. Mhm. Und auch dann ins Gespräch. Und wenn dann nach 3, 4, 5 Nachrichten dann auch mal ein Call ein Thema wird oder das Interesse zeigen, was halt eben auch oft der Fall ist. Weil was ich noch ausgelassen habe jetzt bei meiner Strategie, ist, dass natürlich auch das Profil muss optimiert sein. Du willst halt dort auch eine Landingpage haben, wo Kontext gibt, wo einiges über dich aussagt, wo zeigt, was du machst, was du für ein Problem löst, für wer du das Problem löst. Und dich halt auch wirklich als Person näher bringt. Weil schlussendlich geht es wirklich darum, Beziehungen aufzubauen. Die Leute sollen dich gerne haben, sollen dir vertrauen. Mhm. Und dann erst später kommt dann mal der Sale, wird dann mal ein Sales-Thema. Und dann habe ich auch Leute, die ich die Connection Request schicke und sie sehen, ich mache Personal Branding für CEOs. Und die schreiben dann mich an, hey, ich habe gesehen, du machst das. Ich habe Interesse daran, hoppen wir mal auf einen Call. Und dann ist halt wirklich, dann kommt es auf die andere Frage, aber wirklich ein optimiertes Profil haben, wo Kontext steht und sagt, was du machst, auch extrem wichtig. Mhm. Ja, ist interessant. Ich bringe immer das Beispiel, wenn ich mit jemandem rede, über Online-Strategien, ich bringe immer das Beispiel vom Clipboard-Verkäufer. Oder? Der, der in der Mall oder in der Stadt auf dich zukommt, mit seiner beschissenen Spendeaktion. Und der, hast du kurze Minute, nur ganz kurz, deinen Kindern geht es viel besser, wenn du ihnen 50 Franken spendest, dann überleben sie ein Jahr, weiss ich nicht was. So gut die Sache sein mag, du kennst die Person nicht, vertraust ihr nicht, hast gerade wo dein Geld hingeht und darum nervt es. Genau. Oder? Und genau das gleiche Thema ist ja auf LinkedIn, wie auf allen anderen Social-Plattformen auch, aber du kannst nicht einfach auf einen zugehen und sagen, hey, ich bin der Marvin, ich habe eine Agentur, ich habe Bock mit dir zu arbeiten. Hast du Lust auf einen Call? Oder? Dann wieso? Hat keiner Bock. Du? Richtig. Genau. Das heisst, du machst eigentlich genau das, du schaffst zuerst Vertrauen, bevor etwas von den Leuten unbedingt verlangst. Unbedingt. Und es ist eben, wie wenn du offline auch jemanden zu einem Kaffee einladen oder mal zusammenhocken und auch mal reden, ein bisschen rausspüren, was die Ziele sind, wo man steht. Und du gehst nicht in Sale rein beim ersten Mal, normalerweise. Du willst wirklich die Beziehung aufbauen, wie du gesagt hast. Mhm. Und man sieht heute immer noch, ich bekomme bald, jeden Tag bekomme ich eine Nachricht, hey, I run a Web Development Service Agency. Alle Inder. Ja, überall, jede Kultur. Es ist wirklich aber vor, also wirklich, ich habe täglich mindestens eine bis drei in der Inbox von Inder. Okay. Ich weiß nicht, ob die mich ultra-targetet, aber anscheinend haben die Erfolge in der Schweiz. Anscheinend, ja. Aber es ist wirklich ein Phänomen, dass eben, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es bei einem gewissen Prozentsatz. Es ist ein Mathematik-Game. Genau. Ich meine, wenn du 1 Million Nachrichten verschickst, ja, hast du wahrscheinlich schon 100 Kunden raus. Mm. Kannst du gut sein. Aber würdest du 1 Million Nachrichten verschicken, die qualitativ hochwertig sind, und dann Beziehung aufbauen, dann hast du vielleicht von diesen 1 Million am Schluss 10'000 Kunden. Cool. Und das ist eben auch das, was mich antreibt, wenn ich jetzt mit diesen CEOs rede. Es geht mir nicht wirklich darum, dass ich jetzt hier unbedingt einen Kunden gewinnen muss, sondern ich halt auch wirklich die Aspiration, mit diesen Business Leaders zu reden, ins Gespräch kommen, von ihnen zu lernen, langfristige Beziehungen aufbauen. Und da bin ich bereit, mit Hunderten von CEOs jeden Monat zu reden. Und wenn dann ein oder zwei Kunden oder potenzielle Kunden Interesse zeigen, umso besser. Win-win. Mhm. Aber es ist halt wirklich auch einfach extrem spannend, mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, zu reden. Und du siehst halt auch, du kannst einen Mehrwert bringen. Und das treibt mich halt auch an, eben authentischer auf die Leute zuzugehen und nicht einfach einen Spam-Copy-Paste-Message raushauen. Obwohl die erste Copy-Paste ist. Ist Copy-Paste, ja. Und was bedeutet das denn an Zeitinvestment von deiner Seite her? Wie viel Zeit investierst du in LinkedIn? Ich würde sagen, aktuell, ich mache meinen Content noch alles selber. Sprich, ich investiere da. Ich muss immer auch noch selber konsistenter werden, weil ich habe das gleiche Problem, wie auch unsere Zielgruppe hat, oder? In dem Sinn. Wie jeder hat. Genau, oder? Zeit fehlt halt einfach. Oder ich priorisiere es auch nicht genug. Ich würde sagen, aktuell verbringe ich vielleicht 5 bis 6 Stunden auf LinkedIn pro Woche. Ja. Und das ist zum Teil einfach mit Leuten zu engagieren, zu kommentieren, Teil von der Community zu sein und auch Präsenz zu zeigen. Mhm. Und andererseits aber auch wirklich Zeit rein zu investieren, Content zu kreieren, Videos aufzunehmen, Textposts zu schreiben, Updates zu geben. Plus eben für die Connection Requests habe ich auch jemanden vom Team, der für mich dann in Sales Navigator eingeht und dann auch manuell die Anfragen rausschickt. Und wenn du jetzt so in Prozent aufteilst, Sales Navigator gegenüber von organischen Engagements, die du hast, was ist das, wo mehr Gewicht hat? Ich sage jetzt mal, wenn du wirklich auf Leads aus bist und du willst wirklich verkaufen und du müsstest dich jetzt für etwas entscheiden, dann ist wahrscheinlich Sales Navigator the way to go, weil du auch wirklich direkt zu deiner Zielgruppe kommst. Mhm. Und wenn dann die A bist und du die richtigen Worte findest, dann hast du potenziell einen Kunden gewonnen. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich ganz klar der Meinung, dass das Fundament von dem Ganzen, von dieser ganzen Strategie ist wirklich, dass du Content raushaust, dass du deine Story teilst, deine Werte teilst.
und auf dem raus dann auch die Connection Requests kannst schicken, weil du hast dann die Leute in deinem Netzwerk. Und dann mache ich mal ein Video über die drei grössten Probleme, die CEOs beim Aufbau von Personal Branding begegnen. Mhm. Und dann habe ich aber die 2000 CEOs, die ich jetzt im Netzwerk hinzugefügt habe über den letzten Monat, gewisse sind im Gespräch, gewisse nicht, aber die sehen immer wieder Content, der für sie relevant ist, wo ihnen vielleicht hilft, wo ihnen Mehrwert gibt. Und so habe ich halt dann den Cycle, wo ich einerseits proaktiv auf sie zugehe, aber dann auch organisch, à la Inbound, dann auch Content posten und wo sie dann vielleicht auch mal auf mich zukommen. Hey, das Video ist super, hat mir gefallen, wir kommen so wieder ins Gespräch, etc. Von dem her, idealerweise soll beides ein bisschen in Symphonie, in Harmonie zusammenarbeiten. Mhm. Mhm. Heisst das, du baust dein Netzwerk extrem strategisch auf? Du weißt, okay, ich will CEOs, ich will Unternehmer. Wenn dich jetzt einen anfragt, irgendein anderer Dude, ein Sales Dude oder sonst irgendwer, lehnst du dich gerade ab? Oder wie gehst du mit denen um? Nein, also ich bin grundsätzlich sehr offen gegenüber Anfragen. Ich nehme eigentlich alles an, außer es ist jemand, der genau für einen Sale pusht und einfach kein Interesse hat an mir als Person, sondern wirklich nur das Geld sieht auf meinem Profilbild. Von dem her, ich frage auch Leute an, spontan selber, wenn ich denke, das ist eine coole Person oder das ist auch ein Agency-Owner, der sein Ding macht. Ja. Weil ich habe die beste Beziehung über LinkedIn geknüpft die letzten 6 bis 10 Monate. Ist unglaublich. Ich habe Peter Bolliger, der uns ja vernetzt hat. Ja. Über LinkedIn sind wir in Kontakt gekommen. Er wohnt 10 Minuten von Aarau. Aber ich habe ihn nicht gekannt, bevor ich auf LinkedIn war. Zu lustig. Und eben auch mit so Leuten Beziehungen aufknüpfen, ist halt auch etwas, was ich extrem schätze und ich auch aktiv betreibe. Ja, und eben wir sind nachher auch über LinkedIn. Über LinkedIn sind wir am Chatten gewesen, genau. Ja, aber weißt du, wo sehe ich die grösste Gefahr? Das Ding ist, weil alle wissen, sie sollten mehr posten, sie sollten mehr machen, fangen sie auch mittlerweile dann langsam mal an. Und dann siehst du extrem viel, was sich repetiert, weil die Leute keine Ideen haben, oder? Dann siehst du, der eine postet etwas, der andere tut es reposten, verkauft es als sein eigenes so quasi. Gibt es sehr oft, Reposting, 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 keine originelle Ideen. Alle fangen an, die Strategien nutzen, In-Mails verwenden, Sales Navigator zu verwenden und irgendwann wird es einfach eine riesige Suppe von Bullshit. Was haltest du von dem? Ist natürlich ein Trend, der stattfindet aktuell. Ich meine, grundsätzlich, wenn wir jetzt die Entwicklung von LinkedIn anschauen oder auch das Phänomen, eben, dass Leute kopieren und du siehst oft den gleichen Brei, es wird sehr neu sein. Grundsätzlich ist das auch offline auch so, dass Leute in einer gewissen Art gehen und potenziell dann auch von einer Person offline etwas kopiert haben und dann selber implementieren in ihrem Business. Oder du brauchst das Sales Script, ich kopiere jetzt das Sales Script. Ja, kopieren ist ja nichts Falsches. Ich sage immer, kopiere, aber dann ändere es ab und mach es dein eigenes. Voll. Oder? Du kannst nicht 1 zu 1 übernehmen, logischerweise. Aber jeder Mensch funktioniert so. Jeder hat seine Inspiration irgendwo geholt. Voll. Und die jetzt die Größten sind, haben auch die Inspiration von denen geholt, die vorher die Größten sind. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch schwierig, wenn du die Zeit musst nehmen musst, oder hast etwas Neues zu erfinden. Oder du kannst nicht immer etwas Neues erfinden, wie du gesagt hast. Du kannst etwas kopieren und dann dein eigenes machen. Aber es ist halt auch eine Herausforderung, da Zeit zu finden und da auch wirklich den Approach zu nehmen. Und da kommen dann Leute wie zum Beispiel mir ins Spiel, die dann halt durch Fragen, die wir im Interview mit dem Kunden zum Beispiel würden durchführen, halt auch spezifisch auf gewisse Bereiche eingehen wollen. Sei das, wie sie mit Mitarbeitern arbeiten, wie sie ihren Tag strukturieren, was ihre Story ist, wie sie mit Investoren umgehen. Und dann halt einfach sie organisch und das mit uns mitteilen und wir dann halt für sie das übernehmen und probieren dann auch authentisch aus ihrer Stimme wiederzugeben. Aber ja. Ja, und dann ist zurück zum Copy-Game. Gerne. Ich meine, es kommt dann auch darauf an, aber erstens mal, wie du es kopierst. Also als Beispiel, wenn jetzt du hast vorhin gesagt, aber 3 Sachen, die dir immer wieder auffallen, wo CEOs Probleme haben beim Personal Brand Aufbau, oder? Ich meine, dann kann ich das nehmen und mir überlegen, okay, ja gut, 3 Probleme, wo KMUs in der Schweiz haben, wenn sie wollen, online ihr Produkt zu vermarkten. Dann ist zwar die Idee geklaut von dir, aber es ist authentisch gemacht, indem ich meinen eigenen Input reingebe und es in mein Thema verwandle. Und das ist das, was ich meine mit Kopieren ist gut, aber nur eben auf die Art. Sehe ich absolut. Wie viele Sachen kopierst du? Wie viel ist von dir selber? Es ist halt nicht so, dass ich jetzt etwas würde rauskopieren und dann, okay, ich habe jetzt so eine Liste, sondern ich konsumiere halt selber Content auch und ich sehe, was performt, was gut ankommt, was weniger gut ankommt. Und ich sehe auch, was für Stil, was für Text aufbauen. Jetzt zum Beispiel, ich weiss, das ist sicher auch auf LinkedIn, die Einzeiler, die jetzt viele Leute schreiben, wo das für den Mobile Feed möglichst gut konsumierbar ist. So Beobachtungen sehe ich halt und dann probiere ich auch mal etwas selber aus. Ich sehe Decks zum Beispiel, auch Slide-Decks, etwas weiteres vielleicht interessant für Zuhörer,
aktuell die organische Reichweite unglaublich. Wenn du ein Dokument postest, wo du wirklich kannst durchswipen kannst auf LinkedIn. Mhm. Ich habe jetzt auch organisch 7000 Views bekommen auf einem Stack, den ich postet habe, verglichen zu 1000 bis 2000, die ich über das Video bekomme. Mhm. Von dem her, klar, so Beobachtungen sehe ich auch und ich lasse mich auch noch inspirieren. Oh, ich habe jetzt aber nicht eine klare, ich kann nicht sagen, wie viel das jetzt da kopiert ist. Ich probiere schlussendlich immer, an meine Story wiederzugeben, sprich Updates darüber, wie der Roadtrip mein Leben verändert hat, wie ich den Calvin kennengelernt habe, wenn ich in Kontakt gekommen bin, was jetzt heisst, die erste Angestellte ins Team zu holen. Ich probiere halt wirklich aus meiner Sicht halt auch die Story tellen und dann dort aber auch Expert Advice reinzubringen und auch wirklich handfeste Sachen mitzugeben. Ja. Und wenn du amix Leute kontaktierst, CEOs kontaktierst, nehmen die dich ernst oder nicht? Ich meine, du, so wie auch ich, bist extrem jung. Yeah. Wie reagieren die Leute, wenn du dich einfach anschreibst und sagst, eben, also irgendwann dann mal ins Gespräch kommst und sagst, du bist der Experte für das und das? Ich tue mich zwar nie als Experte positionieren und sage, ich bin der Beste in dem und dem, sondern ich gehe mir halt approach, ich stelle Fragen im Sinne von, okay, wie ist deine Erfahrung? Und dann rede ich vielleicht darüber etwas, was ich gemacht habe über LinkedIn, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Wie sie reagieren. Oft ist es einfach sehr kalt und knapp, so à la, ich habe keine Zeit für dich und so, ich schicke dir irgendwie einen Tipp oder du hast deine URL noch nicht claimed, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich auch nicht. Voll. Und dann sagen sie, okay, also einfach so, okay, fertig. Und dann kannst du vielleicht mal wieder nachhaken, aber gewisse haben einfach kein Interesse daran, dass sie am Alter liegt oder weil sie einfach nicht gewöhnt sind, über LinkedIn dann auch mit neuen Leuten in Kontakt zu treten. Schwierig zu sagen. Aber da gibt es auch wirklich die CEOs, die dann wirklich sagen, hey, cool, hat das Video gesehen oder ja, danke für mal für den Tipp. Was machst denn du so oder was genau machen die für die CEOs oder schicken wir doch mal eine Offerte oder okay, hoppen wir mal auf einen Call. Es ist, ich habe jetzt nie ein Feedback bekommen, direkt, du bist zu jung oder zu unerfahren oder was auch immer. Aber es ist halt schon so, dass halt auch oft, sie sind halt beschäftigt und sie haben andere Sachen zu tun und haben keine Zeit, auf da irgendeinen random Boy dann noch gross in eine Konversation einzugehen. Ja, aber die Erfahrung ist halt wirklich, gewisse werden antworten, gewisse nicht. Und ich muss auch denke, ich denke, es ist interessant, dass du es sagst, weil für mich ist persönlich auch das Alter nie ein Problem gewesen. Kein einziges Mal. Voll. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele junge Leute eigentlich Angst haben davor. Sie wollen gerne etwas machen, aber denken, ja, komm, ich bin noch zu jung oder das nimmt mich dann eh niemand zu ernst, ich bin schlecht drin. Und ich denke, jetzt sind wir gerade schon zwei, oder? Wo sagen, hey, das Alter ist nie ein Problem gewesen, wo etwas am Aufbauen sind selber, wo ja, vielleicht als Inspiration dient für den einen oder anderen, wo das gehört. Würde mich freuen, ja, auf jeden Fall, weil schlussendlich lässt die Erfahrung für dich sprechen. Wenn du ein Problem lösen kannst, dann kannst du das Problem lösen. Wenn du Mehrwert kannst generieren kannst, dann kannst du Mehrwert generieren. Ja, und vor allem einer, der 20 Jahre älter ist als du, hat nicht die Chance, mehr zu wissen über LinkedIn als du. Genau. Und eben, wenn man das so kann anschauen kann, also ich glaube und auch weitermachen, dann soll man sich nicht vom Alter aufhalten. Was würdest du sagen, wenn wir gerade bei dem Thema bleiben, von Inspiration und Motivation für andere, die selber etwas machen wollen. Was ist das, was dich antreibt und wieso machst du das alles? Gute Frage. Einerseits habe ich von Natur aus auch einfach immer den Drang in mir gehabt, irgendwie etwas Größeres zu machen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ich habe nicht gewusst, dass das Unternehmertum wird sein oder was auch immer. Ich habe gewusst, ich wollte mal einfach viel erreichen. Ich habe einfach den Drang in mir gehabt. Und wenn es dann um Tipps geht oder was einfach mich antreibt auch, eben, für was mache ich das überhaupt, oder? Einerseits, klar, ich will die Freiheit haben, können sagen, ich komme jetzt für einen Monat in die Schweiz und dann gehe ich wieder auf New York oder was auch immer. Ich habe die Freiheit, ich bin nicht ortgebunden, ich kann meine Familie über die Festtage besuchen und ich kann ihnen auch schöne Geschenke geben, ich kann sie mal in die Ferien nehmen. Also einerseits, der familiäre Aspekt treibt mich ebenfalls sehr an. Dann auch die Freiheit, können sagen, ich mache jetzt das, was ich will machen, in dem Sinn. Ich kann selber bestimmen, wie ich meinen Tag gestalten. Klar, ich bin auch kundengebunden, auch in gewisser Hinsicht. Aber die Freiheit und dann aber auch die Möglichkeit haben, wirklich zurückzugehen und irgendwie mit den Fam, mit den Friends zusammen zu wachsen, den Kollegen eine Chance zu geben, Teil von dem Ganzen zu werden und einfach ihnen Sachen zu ermöglichen und mehr Sachen zu ermöglichen, die sie vielleicht nicht für möglich gehalten haben. Und das ist etwas, was mich aktuell extrem antreibt. Und wie man auch immer wieder mal in Erinnerung führen muss, weil eben Day-to-Day und Daily Task, wenn du einfach am Arbeiten bist, vergisst du das auch oft. Und wie erinnerst du dich daran? Das sind einfach so. Also einerseits, ich probiere die Habits zu haben, dass ich viel reflektiere. Ich meditiere am Morgen, auch nicht so konsistent, wie ich sollte. Jetzt die letzten paar Wochen bin ich wieder rausgegangen, dann komme ich wieder rein. Aber es sind so Habits, die ich probiere zu implementieren. Und dann nehme ich einmal Zeit, wirklich zu reflektieren, auch mal à la Journal Entry niederzuschreiben, was in meinem Kopf vorgeht, was gegangen ist die letzten Wochen und Monate. Und das sind einfach wirklich einfach so Momente, wo ich auch mal dort hocke und denke, yo, du, wieso, weißt, wieso bist du jetzt da, wieso machst du jetzt da so Sorgen oder wieso bist du jetzt da so lustlos?
schau, was du alles vor dir hast, wieso du es machst. Und es sind einfach so aus dem Nichts kommt dann wieder mal so ein Gedanke und dann denke ich wieder, ah ja, stimmt. Und ja, so läuft das was, irgendwie. Was ist deine tägliche Routine? Idealerweise, und jetzt eben die letzten paar Tage, ich bin am Mittwoch in die Schweiz gekommen von Montreal, habe mich noch nicht super dran gehalten. Grundsätzlich, meine Routine würde so aussehen, dass ich am Morgen direkt ins Gym gehen. Welche Zeit? 6 Uhr am Morgen habe ich jetzt in New York und Montreal durchgezogen. Also 6 Uhr aufstehen, ins Gym, zurückkommen, dann wird duschen, immer kalt aufhören, das ist extrem wichtig. Meditieren, viel Wasser trinken und dann noch kurz ein bisschen Zeit nehmen. Also ich habe das jetzt aktuell nicht gemacht, aber ich wollte auch lesen, auch im Morgen ein bisschen mehr integrieren, mir die halbe Stunde bis Stunde wirklich rausblocken. Wichtig auch Handy nicht anlängen, die ersten paar Stunden am Morgen. Und das ist so ein bisschen die Morgenroutine. Am Abend, dann, das ist, da habe ich mehr Schwierigkeiten, Morgenroutine fällt mir relativ einfach. Am Abend jetzt sagen, ab den 39, 10 Handy weg. Jetzt wird noch gelesen, jetzt machst du noch journalen, deinen Tag kurz reflektieren, auf den Tag zurückschauen. Und dann eben noch lesen, bis ich müde werde und dann schlafen, um die gleiche Zeit, wenn möglich. Ich habe so immer noch dran arbeiten, aber das ist so ein bisschen die zwei, Morgen und das, Abend. Was zwischen oben und morgen ist, oder besser gesagt zwischen morgen und oben, das ist einfach day by day. Das ist wirklich aktuell noch day by day. Ich weiß eigentlich schon so, dass ich eigentlich den Morgen habe für interne Sachen, wo ich wirklich alle Sachen von außen abblocke und wirklich intern aktiv gegen außen etwas mache, statt dann reaktiv auf Nachrichten von außen reagieren, an ein Mail, eine Nachricht, was auch immer. Das sollte dann mehr für einen Nachmittag eigentlich eingeplant sein. Aktuell ist es aber wirklich noch sehr dynamisch und ist wirklich day by day einfach da, wo auf mich zukommt. Ja, ist lustig, es ist ähnlich. Also auch die Routine, die ich am Morgen habe, ist ziemlich ähnlich. Okay. Die am Abend ist ziemlich ähnlich. Ist voll interessant zu sehen, was andere machen. Also, bevor ich zu meiner letzten Frage komme. Ja. Wo finden dich die Leute online? Jawohl, also am aktivsten aktuell bin ich auf LinkedIn. Einfach meinen Namen eingeben, Marvin Sanchines. Nachname S-A-N-G-I-N-E-S. Der heilige Chines. Genau. Auf Instagram bin ich ebenfalls aktiv. Das ist Marvin Sangi. Ich freue mich dann auch bald an YouTube, der erste Day in the Life. Ich wollte eben ein bisschen mehr auf den Prozess dokumentieren, das ist auch eine Passion von mir. Ja. Ich habe auch gesehen, du hast auch mit den Day in the Lives angefangen, finde ich eine ganz coole Sache. Ja, das sind die zwei Plattformen, am besten über LinkedIn anschreiben oder auch ein Instagram-DM. Und so kann man gerne mit mir in Kontakt treten. Nice. Was ist das, was du auf dieser Welt hinterlässt? Was ist deine Vision? Grosse Frage. Das musst du gut aufhören. Genau, einerseits wollte ich für mich einfach wissen, dass ich es probiert habe und dass ich mich nicht sozusagen ausgeruht habe auf dem, was ich schon bekommen habe, dass ich einfach das Minimum gemacht habe. Also wirklich, meine grösste Angst ist irgendwie, dass ich das Potenzial nicht ausgeschöpft habe, das ich habe. Und sprich, ich wollte auch wirklich halt zurückschauen aufs Leben und sagen, okay, ich kann Gas geben, ich habe es probiert, egal wie erfolgreich ich dann am Schluss war, aber zu wissen, dass ich es wirklich probiert habe. Was ich hinterlassen, einerseits wollte ich den Leuten zeigen, was es geheissen hat, den Weg zu gehen, die Schwierigkeiten, die ich erlebt habe, die Wins, die Fails. Und halt auch zeigen, wie die Realität halt wirklich in deinem Kopf gestaltet wird und wie du kannst steuern, wie du Sachen wahrnimmst, wie du auf Sachen reagierst, wie du mit Emotionen auf Sachen reagierst. Und das ist wirklich, wenn ich doch den Leuten ein bisschen Mehrwert geben und mit meiner Story vielleicht auch aufzeigen, wie ich das approached habe, wie ich die Entwicklung durchgegangen bin, da wäre schon mal super gut. Ja, da wäre ich schon mal sehr zufrieden. Das ist doch jetzt aktuell wahrscheinlich so mein Ziel, meine Vision. Sehr cool. Hey, danke vielmals, dass du da bist. Wir haben 46 Minuten, 3500 Schritte bei mir, gerade 3500 bei dir. Let's go. Guter Pace. 1500 Kilojoule verbrennt auf meiner Seite. Wie viele Kalorien sind da, Kilokalorien? Ja, das muss nachher doch auch noch ausrechnen. Kann man noch das Dessert gehen heute oben? Und bei dir sind es 1526. Yes. Nice, dann darfst du aufhören laufen. Merci vielmals, dass du da warst. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Das war cool. Nice.